Hey everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Feuer Mitternacht. Ja, Freunde, wir sind jetzt wieder hier in der Gegend, ne? Was für ein Wahnsinn. Und wir sind nicht alleine. Wir haben Kayla und Laura dabei, die hoffnungslos unterlevelt waren und jetzt langsam wieder aufschließen. Oh Gott, Freunde. Ja, absolute Hammer. Wir wollen zum Tempel, aber ich glaube, wir wollen zum Tempelorden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil, naja, ich wollte eigentlich noch zurückgehen, um die Truhe da aufzusprengen, die wir jetzt endlich aufsprengen können seit ein paar Folgen, weil wir wieder super da sind. Aber stattdessen verbringen wir unsere Zeit, unsere Gegenstände hier auszugeben, einer nach dem anderen, und die beiden hier aufzuleveln. Beziehungsweise, das im Eigentlichen nehmen wir nur alles mit, was wir gerade finden können, auf dem Weg dahin, wo wir hinwollen, nämlich zum Tempelorden. Und der ist da ganz oben. Ja, der müsste da ganz oben sein. Ah! Na, komm schon. Stiefmütterchen, 3 Stück, das waren die stärkeren. So. Nein, du vergiftest die Pflanze, die Gift sprüht und Giftdrüsen hat. Vergifte sie. Jetzt. Tu es. Logik und so. Ja, diesmal hat es nicht funktioniert. Ich meine, das letzte Mal haben wir eine Pflanze vergiftet. Super Sache. Weiter geht's. Oh. Interessant. Das hat sich nicht gelohnt. Absolut nicht. Okay. Weiter geht's. Weiter geht es mit dem Sterben. Denn das sollt ihr tun. Sterben. Sehr schön. Und tschüss. Zack. Sehr gut. Und da steigt auf. Amazing. Sehr gut. Und wie sieht's aus? Eine kleine Heilung von da. Zack. Sehr schön. Und jetzt können wir da wieder eine Mistel geben. Bei Laura warten wir noch. Sehr gut. Und weiter. Ja, wir sind gleich da. Rennen wir dem Gegner voll ins Gesicht. Wieder 4. Okay, wieder 4. Das ist machbar. Das ist machbar. So, weiter hier im Text, und ein Angriff reicht normalerweise. Einmal diese Angriffskombo hat in der Vergangenheit zumindest auch gereicht. Und da fallen sie runter wie die Fliegen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Checken. Passt. Ja, wir machen alles platt, Freunde. Interessante Kombination. Aber nützt euch nichts, denn wir machen euch trotzdem platt. Wir vergiften den Skorpion. So. So. So, wo ist es? Da. Rote Spitzkrabbe. Du bist ein Skorpion. Keine Widerrede. Ist mir egal. So. Sehr gut. Das giftige Tier wurde vergiftet. So gefällt mir das. Ah, super Musik. Und drauf, Feuersturm. Jetzt bist du fällig. Ich bin wirklich gespannt, wo Sordak angreift jetzt letztlich. Ja, Aufstieg, Aufstieg! Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir kriegen die beiden noch auf Level 30, bevor es so richtig ans Eingemachte geht. Das wäre super. Oder zumindest Laura. Okay. Passt. Weiter. Ah, die war nicht schwer. Da glaube sogar Merlis gereicht, aber naja. Wir haben es ja, wir sind da, wir sind super und tschüss. Ich bin wirklich gespannt, wo Sordak jetzt letztlich angreift. Ja, wenn er Burg angreifen würde, das würde eigentlich keinen Sinn für mich jetzt ergeben. Nö, eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, warum er Burg angreifen soll. Denn Burg hat's nichts. Nicht mehr. Oh, da ist ja keiner mehr. Mist, ich habe gedacht, das sind die normalen wieder. Dann hätte das alles ausgereicht. Wir machen das Beste draus. Einmal durchfackeln. Sehr gut. Umgebung wird nass. Oh mein Gott. Wie konnte das geschehen? Blaue Arnika für Laura. Und du haust drauf. Komm schon, Kayla. Kayla, dankeschön. Sehr gut, und tschüss. Yes, aber gleich, komm schon. Jetzt, voll drauf. Oh.
Ja, stimmt, es ging auch gerade nicht anders. Ich hatte ja keine Magie mehr übrig für Laura. Aber jetzt! Sehr schön. Booyah! Und da ist ein ganz, ganz langsames Auge. Da verschafft uns allen Heilung, denn diesmal was ist es wieder nötig. So, und wieder Misteln. Meine Güte! Ja, ich glaube, wir haben genau die richtige Menge an Misteln gekauft für diesen Abschnitt. Moment. Ich will hier rüber. Aber ich glaube, hier können wir gar nicht mehr hin. Wo ist nochmal dieses blöde Dorfhexe? Ich kriege wieder Kopfschmerzen. Schlechter Charakter, schlechte Orientierung. Burg liegt im Norden am Bergkamm. Ich bin mir sicher, diesen Dialog haben wir noch nie gelesen. Noch nie. Noch gar nie nicht. Aber sowas von bin ich mir da sicher. Okay, gehen wir nach Burg. Da wollte ich eigentlich sowieso hin. Ich pfeife auf den Priesterinnenorden, so. Mir doch egal. Ein Gloom. Na du Gloom. Schauen wir mal, was die Windfalle bewirkt. Zack. Okay. Das waren die Gegner ganz vom Anfang. Okay. Was hat's hier noch? Damit wir wenigstens alles platt machen hier. So. Diesen Tempel würde ich ja mal abfackeln. Der ist da oben, also gehen wir nach rechts. Ding, ding, ding. So, noch mehr Gegner. Werte sehen gut aus, auf in den Kampf. Ja, Freunde, wir kämpfen die letzten Folgen wieder etwas mehr. Aber ich finde, es ist notwendig, gemäß dem Falle, wie unsere Mädels hier ausgestattet sind. Das ist nämlich nicht so gut. Naja. Aber bald sieht das auch wieder toll aus. Ich glaube, nach diesem Kampf könnte Laura vielleicht endlich auf Level 30 sein. Das wäre super. Oh. Lauras Allergie setzt ein. Nicht gut. Und ich frage mich immer noch, wieso die Fähigkeiten bei Laura Kopie heißen. Weiß das jemand? Oder kann sich jemand zusammenreimen? Oder hat jemand eine lustige Erklärung? Dann schreibt es mal bitte in die Kommentare runter. Das würde mich nämlich interessieren. Dass Kayla eine Furie ist, das wissen wir, aber warum hier Kopie steht, das würde mich interessieren. Da, los. Oh, oh. Oh, Mist, kriegt Laura keine XP. Oh, super. 2100 nicht abkassiert. Oh, ich kotze im Strahl. Oh, toll, ausgerechnet. Oh. Das ist frustrierend, Freunde, sowas. Super. Ja, es hätte nicht ganz gereicht, aber trotzdem. Ah, oh, okay, was hat's hier noch? Du, ich trampel dich nieder! Gegenstände wenigstens? Ja, eine blaue Arme. Badadada. So, komm her. Na, jetzt du. Was willst du? Was willst du? Komm her. Komm her. Ja, na komm her. Na, oh, hier schon wieder. Aber bei euch steigt jetzt unsere gute Laura endlich auf. Das will ich zumindest schwer hoffen. Sonst ist hier richtig Stunk in der Bude. Aber so richtig. So. Voll drauf. Voll drauf. Aua. Bitte nicht husten, Laura. Ah, Laura ist immer am Husten. Weiter geht's. Ah, hilft ja alles nix. Go. Besser als nix. Komm schon da, mach eine Platz. Das ist so unfair. Ohne Witz, das ist Kayla. Da, walte dein Samtes. Und du, was machst du? Ja, du machst eine Runde für alle. Wow, kritischer Treffer, 14! Okay. Da prügelt drauf. Kayla heilt sich selbst zur Sicherheit. Und du prügelst auch drauf. So, sehr gut. Und tschüss, bye bye. Laura, bitte, 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 yes. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Weiter geht's. Nächster Kampf. Ah, wieder diese nette Kombi. Die war ja nicht allzu stark. Freunde, einfach mal ins Blaue gefragt. Habt ihr gerade irgendein Lieblingsgame? Egal was.
Muss kein Maker-Game sein, irgendwas. Was zockt ihr gerade? Was ist gerade euer aktuelles Lieblingsgame? Schreibt es mal in die Kommentare runter. Würde mich wirklich interessieren. Oh, ich glaube, das war nicht sehr gut. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Oh, das nervt wirklich, dass da so langsam ist. Das nervt wirklich. Wirklich. Okay. Passt. Sehr gut. Und jetzt disintegrated. Schade. Hatte nicht die Genugtuung, sie zu zerbrutzeln. Oh, große Eruption. Sehr schön. Wenigstens haben wir noch einen tollen Zauber gelernt. Geilomatico. Sehr geil. Sehr geil. Das ist ein cooler Zauber. Okay. Auf den nächsten Kampf. Komm her. Ah, hier schon wieder. Na gut. Drauf und... Boah. Show me. Wow, das lohnt sich, wenn ich es mal richtig... Super Sache. Oh, da bin ich ja richtig happy, Freunde. Zack. Zack. Und kannst du noch irgendwas machen? Anfackeln. Sehr gut. Lass uns in Ruhe. Da. Verbrennen sie. Drauf. Nur drauf. Und tschüss. Jetzt aber da. Komm schon. Bams. Sehr gut. Ah, klasse. Da. Renn nicht da. War redlich südlich von hier. Kann ich mir also nicht mehr weit sein. Ja, das hätte man auch austauschen können. Und wieder eine Mistel für Ra. Und für Laura. So. Werte sehen sonst gut aus. Weiter geht's. Ding. Ja, hier war damals Gegner. Sonst nix. Diesmal ist nichts mehr hier. Also eine sinnlose Gegend mittlerweile. Gehen wir nach rechts. Da geht's zur Mondmatte. Vielleicht ist die ja wieder da. Oh Gott, ich hoffe, ich gehe jetzt nirgendwo Game Over. Sonst muss ich die ganzen Kämpfe nochmal machen. Ohne euch, aber ich müsste... Grüner Spitzkrabbe. Das hört sich ja super an. Windfalle... drauf. Nee, du machst immer noch Giftschaden, denn er scheint was zu bringen. So, wo ist es? Da, Florenz. Und große Eruption auf den Roten. Sehr gut. Vergiftet. Da. Hat nicht ausgereicht. Schade. Drauf und Lichtbogen auf alle. Kayla? Das ist einer Blatt. Sehr gut. Okay, der Grüne hält deutlich mehr aus. Wir versuchen einmal einen Merlis. Ich will nur mal den Vergleich sehen. Drauf und drauf. Okay, bei den Skorpionen macht sie deutlich mehr Schaden damit. Wenigstens ist er hysterisch geworden. Weiter geht's. So, und... Bye-bye. Ah, sehr schön. Der kann sich gerade eh nicht wehren. Volle Pulle drauf. Wackel. Ja, ist okay. So. Boah. Wie viel hält denn der aus? Dann gibt es doch nicht. Komm schon. Und jetzt aber. Ja, geht doch. Sehr gut. Erfahrung. Jawoll. Oh, Kayla. Super. Beide auf 29? Achso, sie war auf 30. Sehr gut. Wieder checken und wieder Heilung für alle. Sehr gut. Und wieder eine Kamille-Mistel, meinte ich, für da. Okay. Super. Hier wird ordentlich aufgestiegen, Freunde. Das ist notwendig. Und mal kurz abspeichern, um alles zu sichern. Ist hier eine weiße Arnika zufällig nachgewachsen vom letzten Mal? Nein, leider nicht. Aber dich löschen wir jetzt aus. Ah, wieder diese Billig-Kombi. Ihr habt uns gar nichts entgegenzusetzen. Absolut nichts entgegenzusetzen. Wir müssen nur Laura im Auge behalten. Oh Mann. Ich will wieder mit Philandora kämpfen. Aber da sind wir ja bald. Yippie. Super. Ich frage mich echt, wie lange das Game noch dauert. So lange kann es ja nicht mehr dauern. Wer es weiß, schreibt es nicht in die Kommentare runter.
Wow, nur noch 12? Klasse. Denn ihr wisst ja, ich lasse mich gerne überraschen von Dingen, die ich nicht mehr weiß. So, und ich denke, jetzt gehen wir schnurstracks dahin, wo wir hin sollen. Nachdem wir nochmal alle geheilt haben. Es ist so praktisch, dass man eigentlich gar keine Arnikas mehr braucht. Wie konnte ich das nur sagen? Aber wieder eine Kamille. Mistel. Oh Gott, aber es sind auch nur noch 16. Wahnsinn. Nope. Nope, nicht für dich. Sorry, Kleine. Okay, gehen wir schnurstracks dahin zurück, wo wir eigentlich hin wollten, meine Freunde. Nach Burg. So, da oben war nichts. Wir haben ja alles platt gemacht. Das ist super. Können wir bis nach Burg zurück? Surprise. Wir versuchen mal komplett zurückzulaufen. Ich wollte gerade sagen, hier müsste doch die Brücke jetzt kommen. So. Ich laufe jetzt an allen Gegnern, die kommen vorbei. Hm. Waren da letztes Mal auch so viele Pflanzen? Mein Gott, ist das lang her. So. Dum, dum. Dum, dum. Ja, schön beruhigen. Oh, du kleines Wolfilein, dich nehmen wir aber mit. Weil ihr könnt ja gar nichts. So rein gar nichts könnt ihr. No, 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 no. Und die halten auch echt nichts aus, ey. Und tschüss, alle miteinander. Sehr gut. Dam, dam, da, da, da. Weiter geht's. So. Hier dürfte jetzt auch nichts mehr sein. Im nächsten... Ja, auf dem Rückweg, Wolfilein. Auf dem Rückweg, Fliegilein. So, jetzt sind wir in Burg. Huh. Wir sind entweder zu spät oder die Leute konnten rechtzeitig fliehen. Das ist ein Scherz jetzt. Guckt mal, wer neben uns steht. Philandora. Wir sind in einer uralten Szene. Wir sind in die Vergangenheit gereist, Freunde. Na, klicken wir uns hier mal durch. Jetzt dürft nämlich gleich... Wow. Müsste jetzt nicht gleich der Kampf noch einmal kommen? Gegen so ein Vieh und dann Zordak? Wisst ihr was, wir spielen das jetzt spaßeshalber mal durch. Ich fasse es nicht. Wie zum Kuckuck? Also, ganz im Ernst. Das mit dem unsichtbaren Tarian? Eine Sache. Wir hätten sogar vielleicht das Game eventuell weitermachen können. Aber das hier? Das ist ein Time Loop. Das darf nicht passieren. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt, wie unsere Kampfparty aussieht. Kommt her. Na? Na? Okay, zumindest das. Okay. Das heißt, die dürften jetzt sofort umfallen, wie die fliegen. Oh boy. Oh boy. Das ist ja wohl der absolute Kracher, Freunde. Aber so richtig. Wie kann man davon ausgehen, dass man in einem Open-World-Game, weil es ist Open-World, wie kann man davon ausgehen, dass man nicht nochmal zu den alten Orten zurückgeht, so wie ich es gerade getan habe? Das gibt's doch nicht! Oh. Ja, abgeräumt, hinter dir steht jemand, ja, er greift jetzt an und ja, du stirbst halber und gleich kommt aber da oben unser Vater. Ich will nur mal gucken, ob ich zurück kann. Wir springen jetzt durch alles durch. Wir kennen das ja schon, Freunde. Das ist alles, glaub, knappe 10 Folgen her. Oder mehr. Damon, ja, Damon und Jamon, wir wissen es. Ja, ja, ja. Ey, kommt schon, Leute. Das ist doch jetzt wohl echt nicht wahr. Also, Gamebreaker-Glitches hin oder her, das ist meiner Meinung nach der größte Bug, den wir bisher gefunden haben hier im Game. Wow! Ja, 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 kein Menschenfreund, komm schon. Komm schon, ich will nur sehen, ob ich wieder raus kann. Eigentlich wollte ich ja gucken, ob man einkaufen kann, aber das scheint ja alles egal zu sein. Ja, 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 ich weiß, dass du weißt, wer wir sind. Wir hatten das alles schon mal. In der Vergangenheit. Achtung, hinter dir steht einer. Ah, nee, der war ja tot. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ist okay. Meine Güte, das gibt's doch wirklich nicht.
Ja, tschüss. Ob er mich erkannt hat? Keine Ahnung da. Wo gehen wir jetzt hin? Wow, Freunde. Wir sind komplett im Loop. Wir sind komplett einmal rumgeloopt. Ich fass es nicht. Ich habe keine Lust, hier einzubrechen. Und jetzt haben wir auch noch das Faceset hier. Wow, wir haben das Game komplett zerfetzt. Wir haben das Game komplett zerstört. Moment. Ich überziehe es ein bisschen. Dafür, dass ich in einem Part eine Minute länger oder weniger gemacht habe. Wir müssen ja nachher einen Teil nochmal spielen, leider, Freunde. Weil wir sind jetzt in einem Superloop gefangen. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr zurück damals. Doch. Wir sind in einem Loop. Ich pack's nicht. Hier ist niemand zum Glück. Und wir sind nicht da. Ich habe keine Lust einzubrechen. Hier geht's nach Meltor! Oh Gott, das haben sie noch nicht mehr gesagt. Ich pack's nicht. Freunde, das macht mich ein klein wenig... Das macht mich gerade ein klein wenig sauer, wenn ich sogar ehrlich bin. Das ist eine Riesenschlamperei. Ich mag das Game wirklich, aber das ist echt eine Nummer zu heftig. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier eigentlich mit Kayla und Laura sollten. Moment mal, wahrscheinlich gar nichts. Wenn ich schon mal hier bin. Ja, okay, was war denn der ursprüngliche Dings? Wir sind jetzt sogar noch weiter zurückkatapultiert worden im Game, in der Zeit, haben aber die falschen Charaktere dabei. Aber da ist nicht mehr drin. Da wurde entfernt aus der Party. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Für die Kiste brauche ich einen Schlüssel oder einen Erupt-Zauber. Wir sind komplett zurückgesetzt, Freunde. Das Game würde ab jetzt glauben, dass wir so weit hinten sind. Boah. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch die Gegend. Das heißt, die dürften uns gar nichts mehr anhaben. Ich weiß, das ist alles für die Katz, was wir hier eigentlich gerade betreiben. Wow, ich bin einfach nur total platt von der Tatsache, dass dieses Event nicht entfernt worden ist. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir kämpfen jetzt gegen niemanden mehr und schauen, wie weit wir kommen. Wir müssen ja in Gandia rauskommen, nicht wahr? Die Brücke. Aha. Die Wassernymphe. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ja, Freunde, das hier ist ein kleines Extra sozusagen. Ich will einfach nur schauen, wie absurd es jetzt noch wird. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. Wow, also... Und... Oh, ich hasse es. Das ist so... Das ist mir letztens schon mal schlecht geworden in den Folgen, das wisst ihr ja. Teleports zu abrupt. Zack. Okay, hier wäre eigentlich Kanama auf uns gestoßen. Sprich, das Game weiß, dass wir Kanama schon mal bei uns hatten. Okay. Wow. Was war hier nochmal? Ich glaube, hier war ein Bekannter von Kanama drin. Ne, doch nicht. Oder war auch da. War auf dem Dach. Egal. Weiter geht's. Ist mir egal. Wir überziehen hier. Ich will nicht zurück. Nicht mal eine Cutscene. Okay. Wo geht's hin? Können wir raus? Können wir. Ist hier offen? Es ist offen. Okay, Freunde, das wird eine Exkursion jetzt. Ich werde nach Möglichkeit keine Kämpfe bestreiten. Und mal pumpen wir uns trotzdem mal voll, denn wir werden ja alles resetten. So. Wow. Ich möchte noch mal kurz zu den Minen. Nur kurz schauen. Und jetzt wird die Musik nicht mal resettet.
Es gibt keinen Grund zurückzugehen. Okay. Was auch immer da. Was auch immer. So. Weiter geht's. Nein! Oh, jetzt muss man doch gegen die kämpfen. Okay, im Schnelldurchlauf. Zack und zack. Es dürfte ja auch recht schnell jetzt gehen mit unseren Fähigkeiten. Well. Oder auch nicht. Wow, waren die doch so stark? Okay, vielleicht war es das dann doch schon mit unserem Abenteuer hier. Okay, vielleicht auch nicht. Moment. Nein, Freunde, ist mir egal. Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt durch. Ich will sehen, was auf der anderen Seite ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und tschüss. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Okay, Freunde, ich glaube, das war's jetzt. Ich habe keinen Bock. Ja, ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Bock. Ich habe gerade keinen Bock. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, dass ich gerade eigentlich keinen Bock habe. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. So. Ja, Freunde, wir sind in der Overtime. Das hier ist alles Bonus. Das habe ich schon mal gesagt. 5 Minuten sind wir schon drüber, wenn nicht mehr. Weiter und nochmal. Tschüss. Ich wollte eigentlich versuchen, ob wir bis nach Lycée kommen. So, und weiter. Meine Güte, die Laura kommt mir auch irgendwie die kommen mir auch beide verdammt langsam vor gerade irgendwie. Zack. Bloß nicht von denen erwischen lassen, die machen uns sofort platt. Okay, immer ein Auge auf die Umgebung. Denn wer weiß, wo hier ein Auge rumläuft. Okay. Nein! Oh, ich habe mich tatsächlich austricksen lassen. Oh, ich bin sauer. Ich bin echt sauer. Ich bin wirklich, wirklich sauer. Okay, aber ich denke, gegen die drei haben wir jetzt wirklich keine Chance mehr, wirklich. Das ist so unfassbar. Das ist so, so unfassbar. Einfach nur unfassbar. Unfassbar. Ja, ist okay. Na. Oh Gott, es würde ja ewig dauern. Und sie will nicht mal sterben. Na dann. Machen wir halt weiter so. Oh. Tut mir leid, Freunde. Ich will wissen, ob das funktioniert. Ich will wissen, wie weit wir mit den beiden kommen. Stirb. Oh, stirb doch endlich. Stirb. Ungetüm. Geht doch. Meine Güte. Und wieder pimpern. So. Ah, Mist. Okay, ist mir jetzt egal. Wir laufen mittendurch. War keine so gute Idee. Jetzt sind wir hier. Okay. Mal sehen, ob wir die Felsbrocken wiederfinden, ha? Nirgendwo dagegen laufen ist ganz wichtig jetzt. Ich habe wirklich keine Lust eigentlich mehr auf Kämpfen. In keinster Weise. Oh, lass uns in Ruhe, lass uns bloß in Ruhe. Oh nein, nicht gut. Weiter geht's, komm schon. Da oben ist schon zu Ende sein. Gleich. Ringereihe. Das war knapp. Oh Gott, bitte. Oh Gott. Oh mein Gott. Das zerrt an meinen Nerven gerade. Moment mal, war das wirklich so lang? Komm schon. Und weiter. Jawohl, hier ist zu Ende. Gleich. Lass mich in Ruhe. So. Jetzt sind wir in Anis. Hallo da. Wow. Ich werde den Teufel tun und das Ding hier benutzen. So.
Wow. Tada! Und wir sind wieder in der nicht allzu fernen Vergangenheit. Aber die Cutscene mit da wird nicht getriggert. Können wir zurück? Wir können. Aber wir können nicht weiter. Baby. Baby. Es ist eigentlich auch gar nicht vorgesehen, dass wir hier weiter Richtung Lycée kommen. Mal schauen. Nee, das ist nicht wahr. Wir sind ja mit den anderen beiden dahin gekommen. Oh, mal sehen, was die dazu sagen, wenn wir gleich auftauchen, nicht wahr? Da waren die Schlangen. Und? Gleich haben wir es geschafft, Freunde. Wir sind gleich wieder in Lycée. Okay. Da oben standen die beiden. Wow. Ich habe die ganze Zeit den Drang zu speichern und ich würde mir das komplette Game zerstören. Ich müsste mehr als 13 Stunden wieder spielen, wenn ich jetzt irgendetwas tue. Schaut mal, es ist nie vorgesehen, dass man hier herkommt. Der Typ hat keinen Dialog. Der Typ hat keinen Dialog. Keinen Dialog. Okay, Freunde. Das war jetzt das extra Highlight. Wow. Hiermit ist es offiziell, dieses Game wurde niemals gebeta-testet. Niemals. Das kann nicht passieren. Das ist eine Sache, die ich als Beta-Tester sofort ausprobiert hätte, sobald ich die Möglichkeit hätte. In alte Städte zurückgehen. Dieses Game wurde nicht einmal beta-getestet. Boah. Okay, Freunde, hier endet unsere Zeitreise. Anders kann man es jetzt nicht sagen. Und wir sehen uns im regulären Speicher wieder. Ganz normal, wir dürfen nie wieder nach Burg zurückkehren. Es ist die verbotene Zone ab jetzt. Die neue tote Zone. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Feuer um Mitternacht. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio. That rocked my life.